So, Freunde der seichten Elektronik, ich habe folgendes Problem gehabt. Ich habe einen Schwimmerschalter gebraucht, der höhere Ströme schalten kann, und ich nicht ein zusätzliches Relais verwenden wollte. Ja, um auf niedrige Kosten zu kommen, habe ich mir jetzt überlegt, das ist ein Schalter aus einer Steckdosenleiste. Daran habe ich ein Stückchen Vierkantaluminium befestigt. Und das soll ein Low-Cost-Schwimmerschalter werden. Aus, an, aus. Ich druck da jetzt noch eine schöne Halterung für den Schalter. Hier unten kommt noch Styropor ran. Und dann kommt das alles ins Fass. Und das Projekt hat mir so gut gefallen, dass ich euch das einfach mal vorstellen wollte. Das Projekt schreitet voran. Ich habe den Schalter jetzt erstmal in ein Gehäuse gedruckt. Hier ist der Arm befestigt. Und so wird er über einen Schwimmer dann schalten. Der eigentliche Schwimmkörper druckt gerollt. Nähert sich das Projekt schon langsam zum Ende. Er soll dann später mal noch hier an den Arm, an den Schalter. Es wird über die Platte ins Fass geschraubt. Und er gibt dann einen oberen Endschalter. Der Schwimmer kommt hier ran. Schwimmt auf und öffnet diesen Schalter und die Pumpe geht aus. Das Wasser sinkt, die Pumpe geht wieder an. Obere Notabschaltung. Der Schwimmer ist fertig gedruckt, im Fass montiert. Jo. So ist der Schalter jetzt installiert. Hier habe ich am Schwimmer etwas Styropor befestigt. Und wenn das Fass dann mit Wasser befüllt ist, wird sich der Schwimmer gerade stellen, nach oben schwimmen. Und den Endschalter betätigen. Ein preiswerter Endschalter.